Ihr wolltet mehr, ihr bekommt mehr. Herzlich willkommen zurück zu Demolition Build Company 2017. Ja, wir machen noch zwei zusätzliche Folgen. Außerdem habe ich noch vor, einen längeren Livestream zu machen mit diesem Spaß. Und da können wir noch eine Menge zerstören. Ich freue mich drauf. Und es bricht ein neuer Morgen an. 6 Uhr, 7 Minuten. Das Wetter ist gut. Die Stimmung ist aufgeheizt. Wir haben unseren Hammer in der Hand und möchten weiter zerstören und kaputt machen. Wir steigen direkt mal ein. Los geht's! Mit groovy Country-Mucke. So, unsere nächste Aufgabe war, eine Flex im Shop zu kaufen. Mal sehen, wo war denn nochmal unser Unternehmen? Ich fahr mal. Ah, das ist ein Fragezeichen. Caution. Ah, hier ist was zu tun. Jetzt können wir erstmal schauen. Eine Flex kaufen im Shop. So, Industriegebiet. Wir sind hier. Gott. Dieser Rasenmähermotor von diesem Auto. Herrlich. So. Ah, so, Szenario. Es ist noch eine gute Strecke, sehe ich gerade. Hallo. Bah! Der verrückte Serienkiller mit dem Hammer ist wieder unterwegs und schlägt auf Autos ein. Ich kann jetzt ja auf der Karte auch hier draufklicken, wo ich hin will. Nur ich weiß gerade nicht, hier wird nicht angezeigt, wo der Shop ist. Aber gut, ich fahre einfach mal dieser Szenarioanzeige nach, obwohl die mich schon ein paar Mal stark beschissen hat. Hoffen wir, dass sie uns diesmal zum richtigen Ziel führt. Naja. Es sieht auch alles gleich aus hier in diesem Industriegebiet. So. Pass blo. Oh, guck mal, hier die KI, die fährt auch einen Rotz zusammen. Musste höllig aufpassen hier. So, Szenario. Okay. Gucken, ob das jetzt stimmt. Es kann wieder lange dauern, bis wir endlich mal dahin kommen, wo wir hin müssen. Ah, das kommt mir bekannt vor. Das kenne ich schon aus der letzten Folge hier. Die Wohnwagensiedlung. Die holländische. Und ich glaube, wir kommen der Sache langsam, aber sicher näher. Ja, das ist doch unser... Unserer Bau. Sieht ganz anders aus als in der letzten Folge. Wahrscheinlich, weil die Sonne anders steht. Da habe ich schon Probleme. So. Gut. Okay. Wir sind aus dem Auto rausgefallen. Entdeckt Crash Tools Shop. So. Sehr schön. Und Vorschlaghammer. Schlüssel. Eine Flex soll ich ja kaufen für $500. Sehr gut. Kauf das. Kauf das. Bist du sicher? Ja, zwei Fragezeichen. Das heißt, Vorsicht, wichtige Entscheidung steht an. Ja, aber ich bin mir sicher. Und gekauft. Presslufthammer, Schweißer, die Nagelpistole und Sprengladungen ist leider noch gesperrt, aber ich hoffe, dass wir das alles noch sehen werden. So, und unser doofer Kollege ist auch schon wach. Manchmal musst du zu einem anderen Ort fahren, um einen Vertrag anzunehmen. Folge dem Weg, Punkt. Da sagst du aber was. So, gut, ich kann ja direkt reise nach Seedorf und akzeptiere den Vertrag. Steht da oben. Dann machen wir das doch. Ach, diese Country-Musik, die passt so gut. Es gibt ja noch Elektromucke und sowas, aber ich finde, diese Musik passt am besten. So, nach Seedorf. Lass mal schauen. Da muss ich hin. Unentdeckt. Okay. Ey, sag mal, hier kannst du nicht mal auf die Karte gucken, ohne dass einem diese Fahranfänger überall reinrammen. Egal, wir lassen uns davon nicht aus der Ruhe bringen. Es ist ein wunderschöner Morgen. Die Luft ist noch kühl und frisch. Kurz vor 8.
Morgens, kurz vor 8 in Deutschland. Zeit für ein Knoppes. Ich weiß nicht, in welchem Land wir uns hier aufhalten. So, aha. Entdeckt Seedorf. Wow. Wo ist mein Achievement? Entschuldigung, Achievement. Ich spreche es immer falsch aus. Weiß nicht warum. So. Gut. Genau, hier im Fahrzeugmenü kann ich übrigens auch Benzin kaufen. Das habe ich vorhin mal gemacht. Ich weiß nur nicht. Bulldozer. Ich habe auch Bagger gesagt in der ersten Folge. Sorry dafür. Es ist natürlich kein Bagger, es ist ein Bulldozer. Ich denke, Benzin können wir nur kaufen, wenn es leer ist. Okay. Nächstes Mal sind wir auf dem richtigen Weg, Freunde. Ich muss echt sagen, das Spiel, wie gesagt, auch wenn es unfreiwillig komisch ist und es ist auch, ich weiß nicht, ob so als ernsthafter Simulator geplant ist, ich glaub's nicht. Es ist alles so ein bisschen lustig und nicht so ernst gemeint, wie es eigentlich sein soll. Wie komme ich denn da jetzt hin? Ah, links runter. Aber dafür macht es eine Menge Laune. So, ah, da sind wir. Zum Glück haben wir einen Geländewagen. So, LV Immobilien 4. Okay, ich muss direkt mit dem Schild hier sprechen. Guten Morgen, Schild, alles klar. Einige alte Hütten fallen auseinander. Wir müssen diese entfernen, bevor sich jemand daran verletzt. Wie kann man sich an alten Hütten verletzen? Kann man sich einen Splitter in die Schnauze... Okay, wir akzeptieren. Und es wurde auch schon gesagt, was wir für Werkzeug dafür brauchen, bildlich. Einen Bulldozer und eine Flex. Neues Lernprogramm, scharfer Schutt. Scharfe Trümmer beschädigen deine Reifen und Ketten. Du kannst die Schaufel der Planierraupe benutzen, um sie zu entfernen. Die Schaufel der Planierraupe. Alles klar. So. Zerstören und schneiden. Können wir damit den Hammer benutzen? Ich guck erstmal. Ich denke mal, es hieß ja Bulldoze. Oder... Komm, wenn ich Steinsäulen mit dem Hammer zerstören kann, dann bestimmt auch nicht Hütten. Nee, Holz ist natürlich viel stabiler als Stein. Fängt schon wieder diese Psycho-Horror-Mucke an. Also irgendwas stimmt doch in diesem Dorf nicht. Hier ist doch... Aber diesmal kann ich auch in die Hütte reingehen. Immerhin. Alles klar. Ah, da vorne ist ja wieder das Parkschild. Gut. Das heißt, ich kann jetzt mir wieder... abgespaced meine Fahrzeuge liefern lassen, die ich brauche. Und zwar brauche ich den Bulldozer. Liefern. Wo ist er? Boah, stehst du ja. Gut. Steigen wir erstmal in den Bulldozer. Ich habe nämlich vor dieser Musik Angst. Das gefällt mir schon besser. Ich weiß nicht, was diese seltsame Musik hier immer soll, wenn wir auf einer Baustelle sind. So. So, ihr alten Hütten. Sprecht euer letztes Gebet. Hier kommt der Bodo Bulldozer. Schön, wie toll das funktioniert. So. Ein bisschen hoch. Ein bisschen höher, ja. Fantastisch. Das Benzin ist alle. Och, das ist doch jetzt nicht schwer. Benzin. Bulldozer, Treibstoff, Preis $100, meine Güte, die machen mich bettelarm hier. Fülle es nach! So, alles klar, wir sind wieder voll. Nicht nur wir, jetzt ist auch unser Fahrzeug wieder voll. So. Aber der Zerstörungsbonus steigt schon wieder in schwindelerregende Höhen. Ah, die ist ein bisschen widerspenstig hier. Fräulein Hütte. Die schöne Hütte. Unsere Großeltern haben sie nach dem Krieg aufgebaut. Mit ihren eigenen Händen. Jetzt wird alles zerstört. Was sind wir nur für Unmenschen? Ach, es macht Spaß. Das ist das Schöne im Vergleich zu anderen Simulatoren, wo man vorsichtig sein muss, hier wie Bausimulator und den ganzen Quatsch. Hier können wir einfach reinfahren. Hier müssen wir es kaputt machen.
endlich mal was, was der Herr Daddel drauf hat. So, da noch ein Stückchen. Na? Jawohl, schön im Absenken kaputt gemacht. Das war aber noch nicht alles, ha? Da steht noch ein bisschen. So, da noch. Und da noch. Und da ist auch noch ein Eckchen. Und zaboom. So, da unten haben wir noch drei Stück. Kann ich damit runterfahren, ohne mich zu überschlagen? Funktioniert. Bulldozer Bodo hat alles drauf. Alles klärchen. Ich bin gespannt, wie die Arbeit mit der Flex sich gestalten wird. Das ist dann die erste richtige Gelegenheit, sich selbst zu verstümmeln. Gucken, ob das funktioniert. So, mal hoch damit. So, die Wohnhütten unserer Großeltern. Sie sind nur noch ein Häufchen Asche. So, Mission erfüllt. Ein Teil ist beschädigt, rechte Kette. Och, please. Ein beschädigtes Rad oder eine beschädigte Kette kann im Fahrzeugmenü ersetzt werden. Mein Gott, hier geht ja alles kaputt. Klar, wenn wir hier solche C-Ware bekommen. Rechte Kette. Kostet wieder mal $100. Ersetzen. Okidoki. Funktioniert wieder. Und schon läuft er wieder wie eine 1. Ah, hoch mit dir. So. Da wir ein Perfektionist sind, stellen wir das natürlich auch ordentlich hier ab, neben unserem Firmenfahrzeug. Denn es soll ja auch schön aussehen. So. Aussteigen. Und schneiden. Was müssen wir denn eigentlich schneiden? Hier nicht die Büsche. Mit einer Flex wäre ein bisschen seltsam. Nee, diese komische Blechkonstruktion, diese verrostete. Was hiermit? Hi! Schneide die Zinnwand mit der Flex. Okay, ich kann die nehmen. Ah, jetzt kann ich sie nehmen. Okay. Das ist natürlich das A und O. Vorbereitung ist wichtig, ne? Man hat es in der ersten Folge gesehen mit den explosiven Fässern, dass da auch nichts passieren kann. So, aber diesen Weg ist nicht explosiv. So. So, Freunde, jetzt wird's gefährlich. Jetzt holt der Herr Daddel die Flex raus. Heck. So, aber wo geht das? Flex. Schneiden. Müsste ja bei Werkzeug eigentlich. Fahrzeuge, Lizenz, Arbeitskräfte, Verträge, Immobilien. Fahrzeuge? Ach Quatsch, ich glaube, ich kann das direkt mit dem Mausrad. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier funktionieren wird. Aha. What? Ah, explodiert. Ja, es ist eine komische Flex, aber gefällt mir. Ich glaube nicht, dass man eine Flex normal so hält. Gut, ich bin jetzt wieder etwas zu kritisch mit dem Spiel. Will ich nicht sein. Ne, man muss ein bisschen gucken, aber dann findet man sich relativ schnell rein. So, gucke mal da. Kabum, kabum. Und schon gibt das morsche Metall der geballten Kraft meiner Flex nach. Hallo? Ach, es ist schon kaputt, es hängt irgendwie fest. Alles klar. So, kann ich auch crouchen? Nee, geht nicht. Also, ganz einfach so. Also, so gechillt wie wir, habe ich noch niemanden eine Flex halten sehen. So. 19. Ich hoffe nicht, dass die Flex auch noch kaputt geht, dass wir hier eine Ersatz Schneide brauchen. So, 22 von 26. Kaboom.
Das Geilste ist, wir müssen es nur platt machen. Aufräumen tun dann irgendwelche anderen. Hey, Vertrag abgeschlossen. Obwohl ich noch nicht mal fertig bin. Okay, das gehört zum Kundenbonus. Ich mache das auch noch kaputt. Obwohl ich es nicht hätte machen müssen. Aber so nett bin ich. So. Gut, Vertrag abgeschlossen. Kontrakt beenden. Yes! Absoluter Hammer. $1000 Zerstörungsbonus, 1284. Scheiße, sind wir reich. Es ist herrlich. Und weiter geht der Spaß. Und unser Freund wieder an der Line. Jetzt müssen wir eine neue Maschine zu kaufen, wenn wir vor der Konkurrenz bleiben wollen. Wieso muss ich das machen? Du sitzt den ganzen Tag im Büro, ist eigentlich dein Job. Depp. Gott. Wenn du mehr Geld brauchst, schließe mehr Verträge ab. Es gibt eine Liste im Hauptmenü. Schau dir diese an. Mhm. Wir waren eine Firma, die anderen Freunde. Ha. Aufgaben, Anforderungen, LV-Immobilien. Ah, hier ist noch ein Auftrag. Da brauche ich einen Kompaktlader. Dazu habe ich noch nicht die notwendige Kohle. Okay. Aber ich kann die hier noch nicht annehmen. Verdiene genug Geld und kaufe einen Kompaktlader. Überprüfe die Karte und Auftragsliste für mehr Details. Okay, Auftragsliste. Bulldozer, bitte. Ja, das sind jetzt wieder so Dinger, wo ich direkt hinfahren muss. Okay, wo war denn das noch gleich? ID Immobilien 1 auf der Karte anzeigen. Ah, genau, und hole dir ein Taxi und ich kann direkt hinfahren. Ist ja toll. Das Quiz-Taxi, und da bin ich auch schon. So, perfekt. Wir brauchen eine Firma, die Innenwände in einem Gebäude abreißen und die Ruinen eines anderen Gebäudes planieren kann. Ja, ist klar. Mit Bulldozer und Vorschlaghammer, das gefällt mir am besten. So, akzeptiert. Ich mache mich direkt an die Arbeit, obwohl gerade Mittagspausenzeit ist, normalerweise. So, zerstören. Das nicht. Was muss ich zerstören? Planiere die verfallenen Mauern und reiße Innenwände ein. Okay. Dann planiere ich erstmal. Muss ich wieder zum Schild gehen. Meinen automatischen Bulldozer rufen. Wie Kit damals. Steigen Sie ein, Michael. Bulldozer. Liefern. Und da ist er schon. Ist das cool. So, es geht los. Wir zerstören. Ich hoffe, hier sind keine explosiven Materialien auf der Baustelle. Ja, voll. Ah, okay. Die Außenmauern, lustigerweise, die kann ich mit dem Bulldozer zerstören. Und für die Innenmauern, die sind so unglaublich stark. Die sind wohl aus Titan. Die kann ich nur mit dem Vorschlaghammer zerstören, oder? Ah, nee, jetzt geht's. Ich wollte gerade sagen. Ah, ist das schön. Ah, das macht Spaß, Freunde. Holt euch das Spiel. Wenn ihr Spaß habt am Kaputtmachen, so wie ich, dann ist das euer Spiel. So. 100 von 106. Ah, Moment, da ist noch eine. Eine letzte Mauer wehrt sich verzweifelt meinem Angriff. Doch sie weiß in diesem Moment schon, sie wird keine Chance haben. Baboom. So, das Auto hätte ich auch noch fast mitgenommen. So, ich bin mal ganz unverschämt und stelle meinen Bulldozer mitten auf der Straße ab. Und warum? Weil ich es kann. So. Zerstört wird hier drin. Im Gebäude. Die Innenwände. Hm. Die Innenwände. Nö. Hier oben. Ah ja, das sieht schon sehr nach Kaputtmachmöglichkeit aus. Jawohl. Das ist das Beste. Mit so einem kleinen Präzisionshammer hauen wir hier dicke Betonsäulen
Wir hauen sie nicht nur kaputt, wir, guck mal, es ist ja nichts mehr übrig. Wir pulverisieren sie zu Feinstaub. Ich liebe es. So. Kablam. Bin gespannt, vielleicht kriegen wir noch einen besseren Hammer im Verlauf der nächsten Missionen. Womit wir das dann noch mehr kaputt dreschen können. So. Das ist jetzt ein bisschen, ja. Langwierige Sache, aber. Ich habe immer Angst, dass mir hier die Decke auf den Kopf fällt, wenn ich hier tragende Säulen zerstöre. Oder tragende Wände, besser gesagt. Ich weiß nicht, ob das immer eine gute Idee ist. Mir gefällt das nicht. Okay, hallo. Gibt's hier Wertsachen? Nee? Gut, dann springen wir mal vom Dach. Wir bringen uns um. Wusch! Ah. Innenwände. Warte mal, oder? Ah, es sind mehrere Häuser. Stimmt, natürlich. Wir geben uns nicht mit einem zufrieden, oder? Kann ich hier rein? Gibt's hier einen Eingang? Hä? Nö, hier gibt's keinen. Wo sind denn hier noch Innenwände? Hey! Muss hier sein. Ja, steht ja auch zerstören, hä? Hier? Nö, hier komme ich her. Das geht nicht. Gut, hier geht noch ein bisschen was. Irgendwo scheine ich noch hin zu müssen. 100 von 178. Tick, tick, tick. Da, da, da. Ach, er will es wieder ganz genau haben. Alles klar. Du auch noch? Okay. So, jetzt zeigt mir... Na, irgendwie... 4, 3... 2, 1... Verstehe ich gerade nicht so ganz. Wo soll denn hier noch was sein? Warte mal. Genau, hier oben. Was sind denn hier noch? Innenwände? Hä? Das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Reiße Innenwände ein. Also hier geht alles gar nicht. Ach so, ich muss sie wirklich kaputt schlagen, bis nichts mehr davon übrig ist. Aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass das nicht reicht. Dass da noch mehrere Wände kommen müssten. Okay, 105. So, nun? Eins. Ah! Ich musste erst alles, was hier war, zerstören und in dem Moment denkt sich diese Wand hier erst, ach, wenn die anderen Wände alle tot sind, dann möchte ich auch nicht mehr leben. Ach, süß. Gut. Kablam, kaboom. Und wir machen natürlich alles ohne Feinstaubmaske. Wozu denn auch? So, abgeschlossen. Das ging rucki zucki. Und beenden. Yes. Naja, war ein bisschen ein Billigauftrag, aber gibt wertvolle XP. Und schauen wir nochmal geschwind, was unser Freund wieder will. Oder will er was? Nee, er will nichts. Er ruft nicht an. Gut, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Demolition Build Company 2017. Bis dann. Tschüss.